Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Turmeul. Der Bürgermeister hat sich kurz eingeschaltet und gesagt, hast du das Gefühl, dass ein Ölförderungsraum für Verbesserungen bietet? Geh zu den Bürgermeister-Tipps und ich werde dir helfen, natürlich gegen eine kleine Entschädigung. Ja, das ist klar, die Bürgermeister wollen in allen Spielen immer nur Geld verdienen. Okay, wir gehen ins Rathaus, machen gleich weiter zur Landauktion und dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. So, was nehmen wir uns denn? Sollen wir das mal hier versuchen? Auch ich bleib dabei. Ich werde die Bereiche nicht gegen Gebühr zurückerobern. Geh mal hier hin. So, ist alles verteilt. Sehr gut. Weil ich kann mein Geld ja gut für andere Dinge gebrauchen. Die kaufen also nach. Was hat denn Miss Daisy gekauft? Also die hat Größe 2 und Maulwurf. Alles klar. Blanche hat noch gar nichts gekauft. Die hat einfach nur wahnsinniges Glück. Und er hat breite Rohre und Tiefe 2. Sagen wir mal, breite Rohre ist 7.500. Das können wir nehmen. Was war nochmal? Platz sind jetzt resistenter gegen hohen Druck, damit dann überall laufen unwahrscheinlicher wird. Kostet 20.000. Das ist natürlich eine Menge. Das war die Bank hier, ne? Nö. Darlehen will ich nicht haben. Vielleicht wäre es aber auch schlau, das zu machen. Es kommt immer auf den Zinssatz an, ne? So, was hast du nochmal? Maulwürfe, Tiefe 2, Maulwurf. Na, Maulwurf kann ich mir nicht. Kann ich mir eigentlich gar nichts mehr leisten von, ne? Nee. Weil Geld ist schon wieder weg. Alles klar, dann bohren wir wieder in der Nase für 2000. Der Jill möchte, dass wir nach draußen ziehen. Alles klar, und los geht's. Ein Wünschelruten, zwei Wünschelruten. Tour. Komm, findet mal schnell Öl, damit wir bohren können. Zügig, Leute. Was seid ihr denn für Kapsnasen? Es ist so geil, ne? Jetzt sind die Megapreise auf beiden Seiten. Und bevor die irgendeinen Tropfen Öl hier überhaupt gefunden haben, sind die Preise schon wieder im Keller. Wie soll ich denn so Geld verdienen, wenn... Ja, was? Mann. Gib mir doch mal die Chance, ein bisschen reich zu werden. Wie im richtigen Leben. Immer ist es gegen mich. So. Wie verbreitert man denn die Rohre? Ach, indem man nochmal draufklickt. Alles klar. /85/72. Ja, wir brauchen halt Geld, ne? Da kommen wir ja nicht drum rum. Schafft er das? Ja, nach oben oder nach unten? Nach oben. War richtig. /75, alles klar. Wir brauchen weiter Geld, kommen wir nicht drum rum. Noch ein paar Wünschelroutengänge einstellen, weil eventuell finden wir ja mal wieder was. Dann müssen wir den hier im Auge behalten. 72. Wir brauchen weiter Geld. So, jetzt müssen wir aber langsam auch lagern, weil ganz ehrlich, bei 70... ist nicht der geilste Preis. Na, nicht zu tief bohren. Aber das kostet. Ich weiß auch nicht, ob das schlau ist, das über einen zu machen, ne? Also über einen Bohrturm. Die kleine Quelle ist ja relativ schnell 96. Achso, ah, er zeigt mir an, das Ausbauen geht nicht mehr. 71, 68, alles klar. Auf der anderen Seite steigt's. Machen wir mal die Lager voll. Er findet wieder nichts. Das kann doch nicht sein, oder? 86. Dann verkauft mal bitte. Dann kann ich nämlich neue Pferde einstellen, die wir auch dringend brauchen. Oh.
Oh, 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 oh. Komm, schnell, 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 schnell. Boah, die arbeiten so gegen mich, ne? Du lässt Öl überlaufen. Behebe das, indem du neue Wagen kaufst und indem du die Zahl der Wagen reduzierst, die Öl verkaufen. Alter, muss doch nicht sein, sowas. Man hat aber auch ein Pech, ne? Los, wir brauchen Geld. Bei 1,14 geht ja noch, da kann man ja noch mit leben. Ne? Wenn das immer so wäre, dann könnte man da ja auch eine schöne... Ja, ist jetzt hier noch irgendwo Öl drin? Es kann doch nicht sein, dass hier nirgendwo Öl ist. Oder? Jetzt mal unter uns. Ist der überhaupt hin? Hat der hier irgendwo gepfiffen? Ich sehe den überhaupt nicht mehr. Der hat doch nichts gefunden, oder? Der letzte, den wir eingestellt haben. Das kann doch nicht alles an Öl sein. Habe ich denn so ein Pech? Sagt mal ehrlich. Möglich wäre das in meinem Leben, aber... So, dann verkauf mal schön. Schön weiterverkaufen, Jungs. So kommt wenigstens ein bisschen Geld in die Kasse, weißt du? Bei so guten Kursen kann man das ja ruhig auch mal machen, ne? So, das Ding ist leer. Ihr denkt aber dran, das Ding leer zu machen, oder? Nicht, gut. Man hat es ja nicht im Griff hier. Kameraden? Hallo? Also auf das kurze Stück schafft ihr es mir, einen Herzinfarkt anzukreiden. Das will ich euch mal lassen. Also. Ja, mal gucken. Aber es wäre ja auf gut Glück hier durchbohren, macht ja keinen Sinn. Das ist ja. Und der Wünschelroutengänger ist weg, also hier gibt es anscheinend nur die Flecken Öl oder hier unten noch irgendwo was, aber... Das wäre ja sozusagen Glück. So, dann können wir wieder einlagern. Gucken, dass vielleicht gleich die Preise nochmal hoch sind, weil hier kann ja nicht mehr viel passieren. Tja, 74, 75, jetzt wird die andere Seite interessant. So viel lagert sich aber auch nicht ein. Scheint alles relativ leer zu gehen. Die Preise gehen auch wieder nach unten, oder was? Muss doch nicht sein. Wir könnten noch ein bisschen was gebrauchen, ne? An Geld. Ich will aber auch nicht noch mehr einstellen hier. Das macht ja... Was machen wir denn? Die Läger werden voller. Es kann doch nicht alles sein. Also hier ist mit Sicherheit noch eine ganze Menge Öl, aber... wenn ich es nicht finde, was soll ich denn machen? Sollte man wirklich auf gut Glück bohren?
Wir müssen langsam verkaufen, ne? So langsam müssen wir mal wieder nicht unbedingt die Läger leer kriegen, weil Zeit haben wir noch, aber die laufen über. Ich will kein drittes mehr hinbauen. Die kriegen es ja eh nicht abtransportiert, die Idioten. Guck mal, es wird auch eher voll als leer, habe ich das Gefühl. Komm, mach leer die Hütte. Hier kommt nichts mehr. Das haben wir leer gesaugt, das haben wir leer gesaugt. So, dann nehmen wir einen, der nicht abliefern soll. Das heißt, wir müssten ja jetzt theoretisch einen haben, der eigentlich nur hier abgreift, ne? Jetzt lass das nicht so hochsteigen, ihr Pfeifen. Wie viel ist denn da noch drin? Kann das so viel gar nicht mehr sein, oder? Ich bin ernst gespannt. So, hier geht's langsam hoch. Dann würde ich natürlich entsprechend wechseln, weil hier der Weg einfach kürzer ist. Oh, nicht, dass es zu hoch steigt hier im Röhrchen. Ja, das Schlimme ist, ein Bonus gibt's doch, ne? Wenn du alles Öl gefördert hast, dann gibt's doch, glaube ich, einen Bonus, oder? Wie war das? Oh, der grüne Tee wird stark. Oh, hier kann ja auch nicht mehr so viel drin sein. Ihr seht, da ist ja auch nur noch einer, der da pumpt. Hier kommt angeblich jetzt wieder Öl raus. Ganz komische Aufzeichnung, aber alles an Öl gefördert. So, dann macht leer das Ding. Jetzt komm, bewegt euch mal. Und dann müssten wir doch aufgeben können, ne? Wenn wir jetzt alles wegtransportiert haben. Weil jetzt auch noch was anstechen macht ja nicht mehr so viel Sinn. Dann verkaufen wir das eben. So, die beiden noch. Und dann müssten wir leer sein. Schulden, Zinsen, verbleibende Verpachtung rückgängig machen. Das war das, ne? Ja, komm, dann machen wir das. Seht ihr? Und das wird nicht gefunden. Und das ist das, was ich nicht gut finde. Also, wie Ölaustritt hat uns dieser kleine hat uns richtig Geld gekostet. Total ärgerlich. Ja, ja, ja. Und das war, ja, wir hatten kein Geld. Also im Grunde, ne? Also wir haben ein bisschen was verkauft. Rot hat am meisten gekriegt. Hervorragend. Ausgaben ist auch klar. Also so schlecht kann die Runde jetzt nicht gewesen sein. Mal gucken, wie gut wir waren. Profite. Ah, ihr seht. Richtige Taktik. Und zwar mit gutem Gewinn. Hervorragend. Ja, vielleicht habe ich es jetzt langsam verstanden, wie man Öl kriegt? Ich weiß es nicht. Mal gucken, worin wir auch nächste Folge investieren. Wir sind zwar noch nicht der Reichste, aber immerhin zweitreichste aktuell. Mal gucken, was in der nächsten Folge passiert. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, euch hat auch diese Folge von Turmoil gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte gerne einen Daumen nach oben da. Und damit ihr nichts mehr verpasst, gerne auch ein Abo, denn das kostet ja nichts. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen. Und wir sehen uns in 2 Tagen zu einer neuen Folge von Turmoil oder in der Zwischenzeit zu einem der vielen anderen Let's Plays hier auf meinem Kanal. Macht es gut, bis dahin. Ciao, ciao.